Schönen guten Tag. Ich komme gerade aus dem Eichsfeld und habe mich dort prächtig amüsiert. Was ich dort zu sehen bekommen habe, beim Spitzenspiel, Vierter gegen Zweiter, Lengenfeld unterm Stein gegen FC Wartburgstadt Eisenach, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Hier. Jetzt gerne den Tipp. Also Lengenfeld unterm Stein gegen Wartburgstadt Eisenach, dein Tipp? 1-4 für Wartburgstadt. Lengenfeld gegen FC Wartburgstadt, erzähl. Klarer Sieg, oder? Für? Wartburgstadt. Alles klar, dankeschön. Ja, Sommer. Gibst du mal einen Tipp ab? Ja. Heute? Heute? Lengenfeld gegen Eisenach, was tippst du? Ja, mindestens ein Punkt. Also gut sind sie, das einholen. Aha. Vielleicht auch die Überraschung, was in der Zeitung steht. Glaubst du nicht? Doch, doch. Man muss immer ein Optimist sein. Und wenn einer besser ist, ist er besser. War früher schon so richtig, ich spiele aus der Reichen oder so. Ja? Eine Frage, die ich unterschreiben kann. Der FC Wartburgstadt also bei Lengenfeld unterm Stein. Da geht Vierter gegen Zweiter, Prädikat Spitzenspiel. Die Lengenfelder sind ja so ein bisschen der Angstgegner für die Wartburgstädter. Ich erinnere da an das 0:0 vom letzten Frühjahr, als die Eisenacher wahrscheinlich noch 3 Stunden hätten Fußball spielen können, ohne das Runde ins Eckige zu bringen. Und auch beim 2:2 im Herbst haben die Eichsfelder wohl den Papst in der Tasche gehabt. In dem Fall in der Tasche des Torwarts. Auch da viel Glück bei dem 2:2, weil Eisenach hinten zu anfällig war und vorne seine Chancen nicht gemacht hat. Aber Schnee von gestern, neues Spiel, neues Glück. Paunovic beim Freistoß, der hat damals noch nicht zur Mannschaft gehört. Einmal in die Mauer, beim zweiten Mal leicht vorbei. Ja, kann nicht immer klappen. Und hier steckt Paunovic durch für Janke und der kommt nur wenig zu spät. Norman Ortleb hier am Ball. Erster Versuch und auch zweiter Versuch. War anständig, Eisenachs Fans sind zufrieden. Schiedsrichtergespann war aus Wingerode, das in verdächtiger Nähe zu Simmerode liegt. Aber ich kann es vorwegnehmen, das spielte keinen Einfluss. Nicht bei der Leistung des Schiedsrichters. Der machte seine Sache ordentlich. Ja, und hier im Eichsfeld kann man auch mal ein ICE verpassen. Den kann man noch mal einholen. Da gehen die Uhren ein bisschen anders. Alles ein bisschen gemütlicher, alles ein bisschen ruhiger. Finde ich sympathisch, gefällt mir. Drasine nennt man sowas. Dann die Heimmannschaft, die ja nur unglücklich gegen Gebesee verloren hatte. Hier im Abseits. Wahnsinnig, ganz zufrieden damit. Eckball Paunovic. Oh, das war Ante Mitrovic. Ja, da grübelt er wahrscheinlich morgen noch, warum er den nicht macht. Okay, aber die Eisenacher immer weiter am Drücker. Hier, schöner Einsatz von Mitrovic. Der findet wieder Janke. Der wird im ersten Moment geblockt. Und im zweiten Moment locht er ein. 23 Minuten sind gespielt. Marc Janke mit dem 1:0 für die Gäste. Jo, den Eisenacher Fans fiel da ein Stein vom Herzen. Schon mal nicht zurückzuliegen. Schon mal diesen 0:0-Fluch hier aus dem Eichsfeld verlassen zu haben. Die lauerten aber auf Eisenacher Ungereimtheiten in der Abwehr. Und die gab es nach wie vor. Hier zum Beispiel. Unverhofft und oft. So auch hier André Gorges beim Kopfballversuch. Das war Arndt, dessen verunglückte Flanke sich dahinter das Tor senkt. Ja, in der Reihe von Unglücksspielen vom FC Wartburgstadt im Eichsfeld erinnere ich mich an ein Freundschaftsspiel, das mal in der Saison hier ausgeteilt, als die Eisenacher mit 11:2 gehört, das Fell über die Ohren gezogen bekommen. Damals noch Silvio Schlenz, der Torhüter im Sturm. Die hatten einfach keine Leute. War ein Riesenspaß für die Einheimischen. Dann wieder die Gastgeber. Schaut mal an, die wirbeln da ganz schön. Und eine wunderschöne Parade von Torwart Benny Rudolf im Eisenacher Kasten. Hier auf der Gegenseite Arndt. Und da reklamieren die Eisenacher Zuschauer faul von Torhüter Jagemann, aber es ging weiter. Dann Abseits für Markus Arndt. Da regt die Eisenacher fürchterlich auf. Und die Damen im Hintergrund freuen sich über so viel Testosteron. Dann Freistoß für Eisenach Paunovic. Und Mitrovic verpasst wieder knapp. Der agierte recht glücklos heute. Legt aber hier schön auf für Janke. Und der besorgt das 2:0 kurz vor der Pause in der
45. Minute. Spielmitte. Erleichterung allenthalben. Man war auf einem guten Weg. Ja, und hier rätselten alle. Was will denn Ralf Schwedhelm aus Wingerode? Wieso pfeift er da? Jetzt kommt er angerannt. Etwas Verwirrung. Er will zur Pause pfeifen. Ja, ungewöhnlich. Aber sei es drum. 2:0 der Pausenstand für die Gäste. In der zweiten Halbzeit. Lengenfeld nochmal bemüht, dem Spiel eine Wende zu geben. Hier ein Heberversuch. Leider zu ungenau aus Eichsfelder Sicht. Dann ein Foul von Alex Pohl. Der war vorher vom Schiedsrichter schon ermahnt worden. Er machte auch ein gutes Spiel, aber es war das zweite Mal nach der Ermahnung. Die gelbe Karte völlig zurecht. Und dann Paunovic. Schöner Weiterball. Auf Mitrovic. Und der gibt ihn zur Mitte und Markus Arndt. Ja, das ist sein berühmter Lengenfelder Fluch. Dann Fabian Gerstmeier beim Freistoß. Ja, und da rutschen zwei Lengenfelder am Ball vorbei. Doch Eisenach bekam jetzt immer mal wieder Platz angeboten. Na, ob das Abseits war von Arndt, auf jeden Fall da draußen nicht. Dann machte Krebs das einzig Richtige. Er nahm den guten Alex Pohl vom Feld und brachte dafür Toni Braunschweig. Und auch der fügte sich sofort nahtlos ein in das Spiel, als wäre er nie weg gewesen. Zunächst aber wieder die Eisfelder. Da geht Kakainer in die Mitte. Und den Ball holt Rudolf da mühelos runter. Paunovic, schaut euch das an. Da geht er einfach mal alleine. Tunnelt Robert Jagemann im Tor von Lengenfeld-Efelder. Und besorgt in der 63. Spielminute die Vorentscheidung. Nun natürlich die Krähe tot, der Drops gelutscht, die Kuh vom Eis. Gerstmeier beim weiten Freistoß. Dieser Kopfball von Michael Knieriem, kein Problem. Und auch hier die Eisenacher Abwehr, Zusens immer mehr im Bilde. Liest da nur noch wenig zu, Eckball, Danilo Paunovic. Fliegt weit nach innen und das war Ronny Fuhrmann. Findet in Jagemann seinen Meister, Mitrovic. Setzt da schön Arndt ein. Und der legt seinen Lengenfeldfluch ab. Und trifft endlich zum 4:0 in der 72. Minute. Hier regiert der FCW. Behaupten da die FCW-Fans, ja, bei 4:0 kann man das, glaube ich, auch ohne Übertreibung behaupten. Gerstmeier wieder bei einem langen Freistoß. Aber Knieriem kommt da wieder nicht hin. Dann ging auch Mike Hirschelmann vom Feld und Pierre Roger Rudolf bekam seinen Einsatz. Schöner Hackentrick von Paunovic. Braunschweig, butterweicher Pass auf Arndt, schade war abseits. Aber so konnte es halt gehen. Hier setzt sich wunderschön Mitrovic ein und das ist selbstverständlich das Foul von Torwart Robert Jagemann. Der hat da Glück, dass er um die gelbe Karte herumkommt. Ich habe mich belehren lassen. Torhüter als letzter Mann darf nicht mit Notbremse vom Platz geschickt werden. Aber er hätte hier gelb sehen müssen. Er sei es drum. Beim Spielstand von wohl 0:4 legt man da nicht so viel Wert drauf. Mitrovic anscheinend auch nicht. Der knallt das Ding gegen die Latte. Warum er da beim Nachschuss im Abseits stehen soll, verstehe ich allerdings nicht so sehr. Gut, Janke jetzt hier. Tankt sich dadurch. Verliert den Ball. Holt ihn sich wieder. Wird zurückgepfiffen. Muss man auch nicht verstehen, kann man aber pfeifen. Pierre Rudolf. Schöner Flankenball nach innen. Und nochmal Mitrovic. Entschuldigung, das war Kapitän Arndt. Hatte ja sein Tor gemacht. Ja, was noch nicht gefallen war, war der Quotentreffer gegen den FC Wartburgstadt. Doch zunächst noch einmal die Eisenacher mit Rudolf. Und Danilo Paunovic beim Schussversuch. Der rutscht ihm ein bisschen vom Latsch. Ja, der Quotentreffer ließ noch auf sich warten. Hier vielleicht. Da gab es schon Geschrei. Nein. Den hatte Benny Rudolf auf dem Kasten. Hier rutscht der Ball wieder durch und fällt da der Nummer 12 vor die Füße. Das ist Christopher Thomas. Der will die Eisenacher Nachlegheit auch nicht bestrafen. Es gab da noch einen Eckball. Nein.
Der Schiedsrichter hat da ein Einsehen. Pfifft diese Begegnung ab. Eisenach kommt unerwartet, leicht unerwartet, locker, unerwartet, leicht füßig zum Auswärtssieg von 4:0 beim Tabellenvierten. Diese Bischer täuschen nicht. Eisenach grinst sich in den Frühling, tänzelt durch die Rückrunde. Erleichterung beim Anhang, Erleichterung bei den Spielern. Wie geht's? Auf die Eisenacher warten jetzt zwei Heimspiele. Am kommenden Wochenende zu Hause gegen Bischleben und dann der Pokalknaller gegen Heiligenstadt. Bis dahin, ciao, ciao.